Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. Sodass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Endlich. Jawohl. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Natürlich. Und damit willkommen. Fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Ja, endlich stirbt Morello. Endlich bringen wir Morello um. Und damit willkommen bei Mafia. Die Definitive Edition. Endlich ist es soweit. Und wir können Morello, ja, seiner gerechten Strafe zuführen. Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Oh je, oh je. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also in der letzten Folge, die... Alles klar, Jungs? Oh. Ja, ich schwitze nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Ja, die letzte Folge, die hat sich ein bisschen gezogen, weil wir ein paar Mal gestorben sind. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht fangen sie bestimmt nochmal an zu labern, oder? Weil das ist halt immer das, die reden kurz und dann reden sie erstmal einen kurzen Moment nicht und dann reden sie auf einmal weiter und ich hasse so etwas. Wir spielen einfach. Ich sehe ihn! Heiz ihm ein! Ja. Machen wir schon noch. Schon klar, also gib Gas. Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Jo, sehr gut. Los, weg. Oh, Anna. Oh. Nein. Die Part, wo man sich wieder viel mehr konzentrieren muss. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter oder länger. Ja, wir verlieren ihn ja nicht, also. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Ja, dann soll er doch, dann ist er wenigstens weg. Obwohl er tot natürlich besser ist, ne? Das ist ja vollkommen klar.
Ja, oder gleich er selbst, weil dann haben sie niemanden mehr, für den sie kämpfen können. Das halte ich auch für keine schlechte Variante zumindest. Ja, verschwindet. Natürlich immer. Ich war früher Taxifahrer. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Spinne. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Leute aus dem Weg. So. Schauen wir mal, vielleicht können wir irgendwann auch mal aufschließen. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Komm. Gas geben. Ja, ja. Das ist auch eine richtig schlechte Straßensperre, muss ich mal sagen. So, komm, Gas. Klitsche ist so langsam, das ist ja. Okay. Was auch immer mit euch ist. Aber gut, soll mir recht sein. So, okay. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Zumindest wird er es nicht überleben, wenn wir ihn dran kleben. Ach, verdammt. Das ist der Plan. Jawohl. Dann auf geht's. Schalten wir ihn aus. Die nehmen ja kein Ende. Hab ich dich jetzt. Ach, gar nichts hast du. So, erster. Zweiter. Ah, da ist er. Jawohl. Was? Er lebt noch? Das kann doch nicht sein. Los. So, oh. Jetzt lauf mir bloß nicht vor die Flinte. Oh. So. Warum denn? Ist doch alles gut. Ach, und wer? So, geben wir mal Deckung. Oh. Nein, 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 nein. Da will ich hin, genau. Davon sehe ich aber tatsächlich aktuell nichts. So. Weg, 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 weg. Ah. Leute, allzu klug seid ihr irgendwie auch nicht. Aber gut, das bin ich auch nicht, also. Was rede ich? Genau. Ja,
Ja, ja, ich weiß schon, mich erwischen sie auch die ganze Zeit. Nee, hinter dem Auto. Nein, natürlich will ich die dran kriegen. So, haben wir dich. Oh. So. Dich, genau, und dich kriegen wir auch noch. Mach mir gar keine Sorgen. Jawohl. Oh, ich nehme auch nochmal mit. Genau. Die Hälfte der Zigarettenbilder haben wir schon. So. Dann. Jawohl. Bisschen HP aufsammeln. Granaten. Sehr gut. Die nehmen ja kein Ende in diesem Hangar. Okay, da kommt der Erste. Und da kommt noch einer raus. Ein bisschen näher ran, oder? Ja, ja. So laut wie wir hier sind, ist es auch kein Wunder, wenn wir bemerkt werden. Ah, es hat nichts gebracht. Ist aber auch nicht gut gezielt, muss ich zugeben. Ja. Okay, das ist down. Ah. So, und hinter da. Dann lade nach. Wo steckt denn die Rübe ruhig wieder raus? Ah. Sehr gut. Doch noch einer, hm? Jawohl. So, was haben wir hier? Genau, da haben wir nochmal so ein Magazin. Dankeschön. Das ist einer von uns, jawohl. Warum wird denn der nicht auf der Karte angezeigt? So. Ja. Dann fahr. Gib Gas. Steig ein, Mann! Ich bin auch schon lange drin. Wir sind zu langsam. Mann, aber als ob der lange so fliegen kann. Also das glaube ich nicht. Aber das ist auch echt nicht einfach, das zu treffen. Also gut, probieren wir es nochmal. Ja, komm. Jawohl. Fahr doch, halt die Kiste doch einfach gerade, Mann. Ah. Jawohl. Ich übernehme das Steuer. Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir den Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm,
sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Was ist heute mit dir los, Tom? Komm, die Kiste, die stürzt doch einfach ab. Wo war ich gerade? Das überlebt er doch im Leben nicht. Ja. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Ja, ich weiß schon. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Ja. Hast du etwa einen Todeswunsch? Ja, schon. Geht der runter? Ja. Ja. Geht der. So. Ja, ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Beschleunigen kann er ja nicht. Von daher. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Ja, ich geb doch schon Vollgas. Mann, ist das viel Rauch. Ohne Propeller kann er nicht beschleunigen. Dementsprechend wird er sich nicht lange in der Luft halten. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar, aber sicher. Was ist heute mit dir los? Fahr zur Absturzstelle. Ja, komm, ich bin doch schon da. Das ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Ja, und damit ist auch diese Mission geschafft. Morello ist endlich tot und damit ja eigentlich unser größter Widersacher, unser kosmischer Erzfeind. Ja. Der Hauptgegner, jetzt bin ich, ja, schauen wir mal, wie es jetzt noch weitergeht. Ein paar, ich glaube, drei, vier Missionen haben wir jetzt noch vor uns. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Mission wieder. Bis dann.